Hallihallo, liebe Freunde, hier ist euer Pixelhusten und ich heiße euch wieder mal herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play City Skylines. Cruisen hier so ein bisschen durch die Stadt. Gucken uns mal ein bisschen alles so an, was hier so getan hat. Ist die Polizei unterwegs? Es sieht viele Fußgänger. Gucken uns mal so ein bisschen um. Bauen hier eine Stadt jetzt nicht nur aus der Vogelperspektive. Das bringt mich hier irgendwie so ein bisschen dann wieder auf den Geschmack auf GTA. Hier eine Bushaltestelle. Ganz schön voll, ne? Also hier wird schon richtig genutzt. Hier auch. Gut, dann sind wir hier erstmal wieder raus. So, haben wir irgendwelche Probleme? Das müssen wir uns erstmal gucken. Wir haben auf jeden Fall ein Müllproblem. Das wuchert. Die sind eigentlich auch schon relativ stark an der Auslastung. Deshalb bauen wir da jetzt nochmal eine Müllverbrennungsanlage dazu. Vielleicht kriegen wir das ja ein bisschen in den Griff. Obwohl, wir müssten eigentlich nur auf die Statistik gucken. Wir sind immer noch drunter und jetzt soll das grün werden. Ganz schön viel, ne? Also wir bauen noch eine als Puffer. So. Dann brauchen die hier auch noch ein bisschen Wasser. Das kann man eigentlich gleich so machen, dass man die Leitung runterlegt. So. Und dann hier auch. Dann sind hier auch schon mal gut mit Wasser versorgt. Hier raus. So. Ja, hier sind ordentlich viele Müllwagen unterwegs. Da muss man echt noch gucken, wie man das ein bisschen auf den Griff, in den Griff kriegt, weil nicht, dass sich das jetzt mit den Müllwagen hier anstaut. Gut, dann wollen wir hier ein bisschen sauber machen. Ist mal wieder gebrannt, es brennt immer noch. Wie sieht es hier überhaupt aus? Was ist das überhaupt für ein Quatschkram? Reißen wir den mal ab. Komm, geh weg. So, dann stellen wir die Zeit ein bisschen schneller. Brauchen wir Speed. Was eine Riesenkolonne an Müllwagen. Ja, ich glaube, wir werden die Straße werden wir mal verbinden. Dann brauchen wir Industrie. Und dann hätte ich gerne, dass die auch mal abladen. Dass man die Mülldeponien so langsam wegbekommt. So, gut, dann bauen wir mal eine Straße. Und zwar ich denke mal, wir könnten überall mal ein bisschen die Straßen aufwerten und umbauen. Hier, die könnte man auch sechsspurig machen. Dann ist das Thema hier auch geregelt. Dann machen wir das einfach mal. Ja. Wie, ist nicht möglich? Ach so. Ja, man kann ja keine Einbahnstraßen bauen. Nachträglich.
Ja, ob die Bäume so viel bringen. Hier ist es sehr schmutzig und es sieht auch gleich, wie sie rot werden. Heißt also hier, die Überlebenschancen für Bäume sind ziemlich gering. So, dann bauen wir hier mal. Ja, Geld haben wir eigentlich genügend. Das sollte funktionieren. Lass mal hier den Verkehr ein bisschen besser geregelt bekommen. So, wie sieht es denn hier aus? Hier haben wir auch schon mal angefangen, dann kann man das eigentlich auch durchziehen. Das geht nicht. Gut. Okay, dann können wir hier oben noch zubauen. Ja, im Stadtkern selber wird das noch ein bisschen, ja, hakelig. Und wir eine Spur haben wir. Aber die hier, da müssen wir Gebäude versetzen. Aber die sind ja leider noch im Weg. So, wie sieht's denn hier aus? Oh Gott. Stau, 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 noch mehr Stau. Die wollen halt alle auch hier in diesen Stadtkern rein. Aber Idee. Vielleicht, wir machen einfach mal hier eine Anbindung daran. Vielleicht lassen sie sich hier darüber locken. Schauen mal. Das sind so Dullis. Die fahren alle darunter. Die fahren alle hier rein? Ja, das könnte echt noch ja, problematisch werden, weil jetzt hier kommt so langsam viel Verkehr zusammen. Aber es sieht schon cool aus. Jetzt so mit den Hochhäusern. Das ist schon fett, 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 fett. So. Die sind nämlich schon, das ist die höchste Stufe. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir die Grundvoraussetzung komplett erfüllt. Das ist cool. So, Industrie brauchen sie neu. Wenn ich wüsste, wie man das in ein Waldgebiet, also eine Forstwirtschaft umwandeln könnte, wäre cool. Dann können wir den ganzen Schandfleck da wieder zurückbauen. So, die sind fast leer. So, wir brauchen ein bisschen Commercial. Ich baue hier mal so ein paar Bäume an. Dück, 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 dück. Das wird zwar wahrscheinlich nicht so viel bringen. Wahrscheinlich gar nichts. Ich jetzt hier irgendwo so einen Baum hinpflanze. Gibt es keine Reaktion. Eine Kameraoption. Fischauge. Größer hier.
Gut, dann, was bauen wir als nächstes? Wir könnten auf jeden Fall die Busverbindung, die müssen wir auch neu aufbauen. Kann man die eigentlich versetzen? Wir bauen hier mal ein paar Spuren rein. Das Ding ist halt natürlich... Ich muss mir echt noch überlegen, wie man das am besten löst. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Wie man das hinbekommt. Und der Kreisverkehr macht mir immer noch Probleme. Wir tauschen auf jeden Fall mal... Oh, wir kriegen... Sowieso, wir müssen handeln. So relativ zügig. Denn wir bekommen so langsam Probleme mit unseren Bewohnern. Die sind anscheinend unzufrieden, deshalb wandern viele ab. So, dann setzen wir hier eine Straße nach unten. Und dann gucken wir mal, dass man das Feld bebaut. Hier können wir eigentlich auch noch bebauen. Dann machen wir das auch mal. So, tut mir leid, ich bin ein bisschen unschlüssig derzeit. Fehlt ein bisschen die perfekte Idee dafür. So, sollte theoretisch das größte Grundbedürfnis danach gestellt sein. Was haben wir denn hier an Zonen? Haben wir denn hier noch grüne Zonen? Können wir die auch mal ausmalen? Gut, dann haben wir hier Commercial. Das kann man auch austauschen erstmal. So, dann machen wir das hier weg. So, vorsichtig. Und tauschen das ein gegen... hohe Bebauungsdichte und... Ja, da hinten haben wir noch ein bisschen Residential. Das können wir eigentlich auch gleich in hoher Bebauungsdichte machen. So, dann gehen wir hier ein bisschen ran. Tauschen wir hier mal aus. Und färben das wieder um. So. Ja, ein Gebäude ist abgebrannt. So, der Industriehunger ist noch nicht gestillt. Deswegen... Ja, wir haben ja eigentlich eine Verbindung nach da. Aber da geht's auch langsam gut, ne? Das ist cool. Langsam wird's da. Dann können wir doch hier mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Vielleicht besteht ja hier die Chance, dass hier mehr entsteht. Also machen wir das doch mal. Einwohner haben wir ja genügend. Also machen wir das Gebiet einfach mal ganz voll. Und schauen mal, wie sich das entwickelt. Vielleicht kommen wir von dieser dreckigen Industrie weg und können hier zur Forstwirtschaft. Das können wir uns ja mal beobachten. So, Mülldeponien.
Wie sieht's denn hier aus mit dem Müll? Müllverbrennungsstatus ist gut. Gut, dann können wir die hier auch wegbauen. Und die können wir dann eigentlich abreißen. So, hier ist ein bisschen Schwund an Arbeitern, aber das müsste sich eigentlich relativ früh regulieren können. So, kommerziell brauchen sie viel. Also machen wir hier mal. Oder wir gucken erstmal im Stadtkern, ob man da noch was machen kann. Da haben wir eigentlich alles zugepflastert. Deswegen machen wir hier mal so einen Kasten voll. Aber wir sind unglücklich da mit diesem kleinen Stück. Schade, dass man das nicht noch zubekommt. So, dann machen wir hier. Dann machen wir hier einfach mal die ganze Seite voll. Gut, das entwickelt sich jetzt auch schon. Und dann können wir mal gucken, wie es dann jetzt mal so aussieht mit, ja, Lärm. Lärm ist natürlich hier. Man sieht es überall, wo Gewerbegebiet ist, wird es ziemlich laut. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob man das ein bisschen eindämmen könnte. Ich weiß zwar nicht, warum Gewerbegebiet immer laut sein muss. So ganz verstehe ich das nicht. Vielleicht das Geklimper von den Registrierkassen. Lärmbelastung ist bei 50%. Okay, gut, dann schauen wir mal hier hin. Feuerwehr. Hier haben wir echt einen definitiven Nachholbedarf, denn hier gibt es gar keine Feuerwehr. Dann lassen wir uns mal da einmal hinbauen. Reicht ja eigentlich so eine? Dann sollte sich das nämlich auch legen. Muss ja nicht sein, dass uns ständig hier die Hütte abbrennt. Hier ist auch noch eine Feuerwehr, bauen wir die halt mal hier in die Ecke rein. So. Und hier eine rennen. Gut, wie sieht's aus mit der Kriminalität? Bei der Kriminalität, das verstehe ich nicht so ganz. Ich habe jetzt ein einziges Polizeihauptquartier und ich habe so gut wie keine Probleme mit Kriminellen. Also Kriminalitätsrate ist bei 9% und das ist echt sehr, 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 sehr gering. Es ist so gut wie gar nichts los. Ja, das ist das, was ich noch nicht verstehe. Feuer ist ziemlich kritisch, also kann man gar nicht genügend Feuerwehrhäuser bauen. Aber Polizei reicht eins und alles ist geklärt. So, wie sieht es in der Bevölkerung aus? Hauptsächlich Erwachsene, hauptsächlich Familien. Also hier würde ich mal sagen, okay, das ist ja sowieso bunt gemischt, ne? Was haben wir denn hier? Ölprodukt. Achso, das ist das, was ich produziere. Waldprodukte. Hier auch wieder Schwund. Exportieren. Waren. Ja, gut. Bodenrichtwert.
Hier ist der Richtwert ja, auf dem höchsten Maß. Das ist gut. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier den Bodenrichtwert noch ein bisschen hochkriegen. Das können wir mit ein paar Parks machen. So, was haben wir denn hier? Oh. Hier können wir Farmland machen. Ja, das ist ja so ein bisschen Vorstadt, ne? Also hier in dem Bereich könnten wir eigentlich mal Farmland errichten. Das machen wir eigentlich schon auch. So, was haben wir denn noch? Hier haben wir die Zonen. Müssen wir noch ein bisschen nachregeln. Was ist das? Freizeit. Ja, Freizeitaktivitäten ist ziemlich bescheiden. Deswegen lass uns mal ein paar Parks hinbauen, damit es sich da ein bisschen verbessert. Was haben wir denn hier überhaupt so? Ein Basketballplatz. Wie weit reicht der? Machen wir da mal so einen in die Ecke. Da ist die Feuerwehr, glaube ich. Da kann ich nämlich nicht hinbauen. Dann lass uns den mal hier hinbauen. Genau. Dann bauen wir hier hin Picknickplatz. Nur noch. Wie niedlich. Das ist ja ganz klein. Genau, bauen wir es hier hin. Und hier könnten wir auch was hinbauen. Könnte passen. So, dann brauchen wir da hinten noch ein bisschen was. Die sind auch nicht happy. So, hier hinten können wir auch was gebrauchen. Ah, so ein optimales Plätzchen suchen, nicht dass ich die ganze Ecke da vergeude. Genau, hier. Nee, Ort ist bereits belegt, Ort ist bereits belegt. Was denn? Ah, das reicht denen noch nicht. Da sind sie nicht zufrieden. Oder? Wir sind übrigens schon bei 15.000 Einwohnern. So, dann bauen wir hier mal. So, gut. Dann haben wir Schule. Die Grundschule ist... Wow, 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 wow. Gut, wir brauchen neue Grundschulen. Wir brauchen noch mehr Grundschulen. Ganz dringend. Die bauen wir irgendwo hier hin. Und Oberschule. Auch ganz wichtig. Ja, es tut mir leid, wenn ich das jetzt mitten im Wohngebiet machen muss. Aber wir müssen gucken, dass die Leute in die Oberschule gehen. Also Uni ist, ja, nicht sehr dramatisch. So, was haben wir denn im Gesundheitswesen? Völlig ausreichend, zwei lumpige Arztpraxen.
Hab auch nur 91 verstorbene Menschen. Auch gut. Ja, das ist echt nicht schlecht. Ich hätte mir jetzt mehr vorgestellt. So. Ja, ansonsten haben wir nur noch Müll passt. Wasser. Ja, da brauchen wir ein bisschen mehr. Setzen wir nochmal eine Wasserpumpe dazu. Ist auch gleich angeschlossen. Gut, und eigentlich würde ich gerne jetzt mal ein Gebiet kaufen. Und wir kaufen, welches Gebiet kaufen wir denn? Da hinten hätten wir Zugang zur Eisenbahnstation. Und das kaufen wir jetzt auch. Einrichtung ist voll. Mülldeponie im Plan. Ja, ja. 7000. Gut, dann gehört es nämlich uns. So. Dann können wir nicht die Wasserpumpen versetzen. Die Abwasserpumpen. Versetzen wir dann. Wir machen mal Pause. So. Wir können dann so weit wie möglich weg von hier. Die auch. Komm. Und dann kann man doch gleich noch eine dazu bauen. Wasser, Wasser, Wasser. Boah, immer diese Infofenster. Langsam ist es nervig. Also hier immer sich über das Fenster legen. So, dann bauen wir hier Rohre. Zack, zack. Und angeschlossen. Die brauchen noch Strom. Gut. Und dann können wir hier auch abreißen. Dann kriegen wir jetzt nämlich das schmutzige Wasser ein bisschen beiseite. Lass uns wieder schnell laufen. Was ist hier los? Hallo? Ein Verstorbener muss transportiert werden. Wieso? Und jetzt neben das Verkehrsproblem, das Friedhofsproblem. Eins, zwei, drei. Dann setzen wir mal einen hier hin. Ich will mal gucken. Krematorium, wann kriegen wir das? Bei 16.000, da sind wir knapp davor. Nur habe ich derzeit ein bisschen Schwund mit meinen Leuten. Es sterben immer mehr. Was ist da los? Vor dem dicht besiedelten Gewerbegebiet. Ja, was ist jetzt los? Wir gucken hier nochmal. So, eine Kriminalität interessiert mich nicht. Gesundheit. So, vielleicht kriegen wir die jetzt schneller abtransportiert. Ah, schick. Gibt immer mehr Hochhäuser.
Ja, hier möchte ich so ein bisschen Vorstadt-Flair behalten, genauso wie da hinten. So. Jetzt ist es langsam wie hier. Das schmutzige Wasser abzischt. Ist auch ganz gut. Das ist auch das Coole an dem Spiel mit dem. Ja, wie soll man sagen? Ja, Wassersimulation. Es passiert halt wirklich was. Ne? Es ist nicht nur. Es ist kein statisches Element mit einer Textur obendrauf, das es einfach so ein bisschen hin und her wackelt. Eine Lightmap. Sondern halt wirklich ist Wasser. Also da passiert wirklich was. Es ist halt echt cool. Wo man sich dann ganz schnell die eigene Stadt überfluten kann. Wir können uns dann auch einen Staudamm bauen. Gucken wir doch mal, wie viel uns der Spaß kosten wird. Und wir speichern vorher mal ab. Nicht, dass ich meine Stadt und absaufen lasse. So, Pixelton 2. Nur zur Sicherheit. Gut. Und dann bauen wir den doch einfach mal. Außerhalb von Stadtgrenzen. Okay, gut. Das geht dann nicht. Dann muss ich dieses Gebiet auch noch kaufen. Okay. Hier oder hier? So, Chip aus. Wenn wir schon dabei sind. Ach, kann ich mehr? Gut. Jetzt können wir es bauen. Megawatt. So ein bisschen. Hier. Gefälle zu steil. 48. Also lasch. Vielleicht nicht so die beste Flussgeschwindigkeit. Hier nur 96. Ja, die Pfeile sind auch größer, ne? Also. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Verdammt. Erstmal Pause drücken. Legt er sich jetzt automatisch immer richtig? Also ich würde sagen, an der Stelle bringt es dann doch nichts. 16, das ist echt nix. Megawatt. 80, das ist schon was anderes. Das ist ein bisschen anderer Schnack. Hier. Also wirklich viel Pfeffer haben die daher nicht gesetzt. Auch nichts. Also, nee, das lassen wir dann erstmal. Also ganz den Sinn davon. Also ich finde es eher unsinnig, jetzt da ein Wasserkraftwerk hinzubauen. Gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal für diese Folge. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt mir gewogen.